Thüringen führungslos. Der leere Platz im Bundesrat eine historische Zäsur. Es ist eine politische Krise, die zeigt, was passiert, wenn die Probleme im Osten nicht bewältigt werden. Das heißt, dass in so einer kritischen Situation man merkt, dass noch viel zu machen ist und dass die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen ja auch dem geschuldet ist, dass noch vieles nicht gelöst ist in Ostdeutschland. Viele Fragen bei der Rente seien immer noch ungeklärt, sagt Haseloff. Die Wirtschaft nicht auf Augenhöhe mit dem Westen. Die Diktaturerfahrung wirke zudem nach. Die Ostverbände wünschen sich einen Bundesvorsitzenden mit klarer Kante. Friedrich Merz könnte eine Option sein. Es gibt aber auch andere Optionen. Dieser Prozess muss jetzt sehr, sehr verantwortungsbewusst durchgeführt werden und entsprechend auch über die Gremien laufen. Ich halte es für falsch, dass über eine Basis- und Mitgliederbefragung zu organisieren wird, das bei der SPD der Fall gewesen ist. Merz kommt aus der Deckung. Das Ballhaus in Berlin Donnerstagabend übervoll. Auf der Treppe Klaköre aus der Jungen Union. Im Publikum auch Bundestagsabgeordnete und Mitglieder der Werteunion. In konservativen Kreisen feiern sie ihn. Merz, der Hoffnungsträger. Merz will Parteivorsitzender werden. Merz will Parteivorsitzender werden, dann ist das richtig. Dann ich habe die Zeitungen auch gelesen, ja. Er sagt es nicht und sagt es doch. Warten, was die Konkurrenz macht. Merz verspricht mehr konservatives Profil und sagt der AfD in den Parlamenten den Kampf an. Wenn ich dazu beitragen kann, dass dieses Gesindel wieder verschwindet, dann leiste ich diesen Beitrag dazu, dass wir das hinkriegen. Muss mal ganz klar und deutlich zu sagen. AfD-Abgeordnete Gesindel, Merz korrigiert sich schnell. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu emotional auch ausgedrückt. Aber ich will es Ihnen einfach so sagen, wie ich es empfinde. Ich finde es furchtbar. AfD-Wähler zurückgewinnen? Ginge das auch mit ihm? Armin Laschet fühlt sich in der Mitte besonders wohl. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wird im Karneval preisgekrönt. Laschet lässt sich feiern und scherzt über die Kandidatenkür in Berlin. Wer wird Deutschlands nächst Mutti? Ja. Anders gefragt, ist Deutschland schon bereit für eine männliche Kanzlerin? Wer hat die Hausmacht? Laschet führt den mitgliederstärksten Landesverband. Ob er auch die Bundespartei führen kann und will? Noch schweigt er dazu. Laschet zu Gast in Hessen. Andeutungen. Wenn man als Volkspartei erfolgreich sein will, man muss das Bewährte erhalten, man muss sich selbst erneuern, man muss neue Kandidaten auch haben. Laschet oder Merz? Wer kann die CDU führen? Wer kann Kanzler? Die Union hat nicht mehr viele Würfe frei. Vielleicht nur noch einen. Und der muss sitzen. Tja, Einschätzungen dazu von Christine Schwietzer im ARD-Hauptstadtstudio. Warum vermeidet Merz es denn immer noch, seine Bewerbung offen auszusprechen? Na, Merz hat das Problem, dass er so ein bisschen von der Seitenlinie kommt. Er kann das nicht an den anderen Konkurrenten vorbei entscheiden. Er hat nicht die Macht in der CDU. Die Hausmacht liegt in Nordrhein-Westfalen im mitgliederstärksten Verband. Und der Chef heißt Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und der hat sich öffentlich auch noch nicht geäußert. Und so ist es jetzt ein bisschen ein Spiel der Andeutungen, wer gerne möchte. Im Grunde ist es offenkundig und doch kommt keiner so recht aus der Deckung. Und bei Friedrich Merz, wir haben es eben gesehen, er ist getragen von der Basis, vor allen Dingen von den Konservativen, zum Teil eben auch von den Ostverbänden. Man merkt die Spreizung in der Partei. Auf der anderen Seite ist er eben auch einer, der die andere Seite provoziert oder polarisiert, eben die Wählerschaften, die man in der Zeit von Angela Merkel von Seiten der SPD und auch den Grünen zurückgewonnen hat. Armin Laschet wiederum hat ja gestern bei der Münchner Sicherheitskonferenz indirekt Kanzlerin Merkel kritisiert. Worauf deutet das hin?
Ja, Laschet muss eben wiederum zeigen, dass er nicht für ein Weiter-so steht in der Partei. Er muss versuchen, sich zu profilieren, ohne die Kanzlerin zu beschädigen. Er steht eher für den liberaleren Kurs in der CDU. Also der hätte dann wiederum Probleme mit den konservativeren Kreisen, gilt aber als integrative Figur und er hält sich eben sehr zurück im Moment. Und deswegen diese vorsichtigen Andeutungen. Und nach ihm müssen wir auch noch fragen, was macht derweil Jens Spahn? Jens Spahn gilt immer so, für die Zukunft steht er. Man sagt, der Kanzler in Reserve, er sei noch jung, hört man, er könne das später noch machen. Auf der anderen Seite sagt er immer wieder auch, er wolle Verantwortung übernehmen, hat das ja auch gezeigt. 2018 ist jetzt als Gesundheitsminister auch in einem moderateren Stil, auch gegenüber der Kanzlerin aufgetreten. Ihm gehört die Zukunft, das hört man immer wieder aus der Partei. Er spricht jetzt für eine Teamlösung, wie auch immer sie dann aussehen kann. Man erwartet in der CDU-Spitze, dass sich die drei Herren untereinander verständigen, um auch ein bisschen Ruhe in die Partei zu bringen und keinen öffentlichen Machtkampf auszutragen. Ein Kopf fehlt uns noch, CSU-Chef Söder. Der warnt jetzt die Schwesterpartei davor, sich auf einen Kanzlerkandidaten jetzt schon festzulegen. Was steckt hinter diesem Manöver? Ja, man könnte jetzt sagen, da kommt der Vierte aus der Deckung für die Kanzlerschaft. Ob das am Ende tatsächlich so ist, das würde ich noch einmal offen lassen. Es zeigt doch zumindest das Dilemma, in dem die CDU im Moment steckt. Sie hat eben diese Partei, die Ränder, die sich vernachlässigt fühlen, die Konservativen, die Stimmen, die man hinzugewonnen hat an der liberalen Seite. Es zeigt sich einfach auch, wie sehr Angela Merkel diese Partei verändert hat, wie sie modernisiert hat und wie sie sie geöffnet hat für Konstellationen, die vor 10, 20 Jahren möglicherweise noch gar nicht denkbar waren. Und es zeigt eben auch, dass kein Weg an ihr erst einmal so vorbei führt, ohne sie zu beschädigen. Das hat Markus Söder ja heute auch angedeutet, indem er gesagt hat, es ginge eben auch darum, jetzt die EU-Ratspräsidentschaft etc., dass man dort eben auch Sicherheit nach außen signalisiert. Und dafür steht Angela Merkel. Sie hat ja eine hohe Reputation international. Aber Stichwort Weg, wird denn langsam schon etwas klarer, in welchem Verfahren die CDU überhaupt ihre neue Führung finden will? Ja, auch da gibt es unterschiedliche Positionen. Die einen, die drängen und sagen, man müsse das noch vor der Sommerpause klären, den Parteivorsitz, um eben kein Machtvakuum zu schaffen. Es gibt auch Zweifel daran, ob Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihren Rückzug angedeutet hat, noch die Macht hat, das so zu begleiten, wie sie es angekündigt hat. Und es gibt eben die anderen, die jetzt sagen, ja, man müsse eben aufpassen. Es geht auch um das Zusammenspiel am Ende mit Angela Merkel. Ja, wer immer es am Ende wird. Ist denn in jedem Fall klar, dass es bis zur nächsten Wahl ein Tandem mit der Kanzlerin gibt? Oder ist vielleicht doch vorstellbar, dass Merkel früher aufhört? Ja, das hat nur sie in ihren Händen und in ihrer Entscheidung. Es gibt Kandidaten, die erst einmal augenscheinlich besser mit Angela Merkel klarkämen, Armin Laschet zum Beispiel. Und es gibt Kandidaten, das ist offenkundig, die Sympathien zwischen Merz und Merkel, das wäre eine Provokation, eher wohl für die Kanzlerin. Und deswegen ist es eben so ein Problem im Moment für die Partei. Schafft man jetzt jemanden an die Seite von Angela Merkel, dann könnte er möglicherweise wieder geschwächt dastehen. Das hat ja auch die Krise jetzt gezeigt, dass diese Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, so hat es Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch geäußert, eben ein Teil des Problems war. Und auch das wird eine sehr große Rolle spielen jetzt bei den Überlegungen, wer kann Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat werden oder dass man es vielleicht doch noch einmal trennt. Danke, Christine Schwietzer in Berlin.